unglaubwürdig, vor Corona zu warnen und Kiffen zu erlauben, liebe Freundinnen und Freunde. Mensch, Markus, was der bayerische Ministerpräsident hier so erzählt, das ist eigentlich ganz schöner Unsinn. Und Crystal Meth. Aber die Union versucht ja auch mit ihrem Anti-Cannabis-Feldzug Angst vor der anstehenden Cannabis-Legalisierung zu schüren und die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene letztendlich zu verhindern. Das ist natürlich Blödsinn, denn die jahrzehntelange fehlgeleitete Prohibitions- und Repressionspolitik, die ist krachend gescheitert. Ich bin Christine und ich möchte heute mit ein paar Mythen rund um Cannabis und die Cannabis-Legalisierung aufräumen. Jetzt und hierbei debunked. Nummer 1. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Falsch. Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da ganz anderer Meinung, nämlich, dass Cannabis keine Einstiegsdroge für andere, härtere Drogen ist. Und auch das Bundesverfassungsgericht kommt schon seit 1994 zu dem gleichen Schluss. Die dort eingereichten Gutachten, die sagen genau das, nämlich, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Aber durch das Verbot von Cannabis sind die Konsumentinnen und Konsumenten gezwungen, auf dem Schwarzmarkt Cannabis zu erwerben. Und dort kommen sie dann auch mit anderen illegalen Drogen in Kontakt. Und dann ist der Weg vom Cannabis zu einer härteren Droge oft sehr kurz. Denn dem Dealer auf dem Schwarzmarkt, dem ist es egal, was er verkauft, da zählt nur der Umsatz. Umso wichtiger ist, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene endlich kommt und wir den Schwarzmarkt ein ganzes Stück weit zurückdrängen können. Denn dort ist der Gesundheitsschutz an letzter Stelle. Das Cannabis auf dem Schwarzmarkt ist häufig mit schädlichen Stoffen versetzt wie Blei oder Haarspray. Das wird es in den lizenzierten Abgabestellen so nicht geben. Dort wird nur qualitätsgesichertes, kontrolliertes Cannabis zum Verkauf verfügbar sein. Nummer 2. Die Legalisierung von Cannabis gefährdet Kinder und Jugendliche. Falsch. Als erstes muss ich klarstellen, wir streben die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene an. Kein Mensch spricht darüber, Cannabis für Kinder und Jugendliche freizugeben. Das wird weiterhin verboten sein. Auch die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche, die wird weiter strafbewehrt bleiben. Und das ist auch gut so. Was wir aber gerade erleben, ist, dass es wirklich ein Kinderspiel ist, an illegales Cannabis vom Schwarzmarkt zu kommen. Denn die WhatsApp an den Dealer, die ist schnell geschrieben. Meist liefert der dann auch noch per Haus. Das wird es natürlich nicht geben, wenn wir den Schwarzmarkt so weit wie möglich zurückdrängen und auf die Einhaltung des Jugendschutzes achten. Deswegen die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene sichert Kinder- und Jugendschutz. Mit den jetzt vorliegenden Vorschlägen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, nämlich der Deckung des Eigenbedarfs über Eigenanbau, Cannabis-Social-Clubs und später den regionalen Modellprojekten, kann jederzeit sicher das Alter kontrolliert werden. Zudem wird die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene natürlich von umfangreichen Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen begleitet. Das war schon lange nötig. Nummer 3. Mit der Cannabis-Legalisierung steigt auch die Anzahl der Konsumentinnen und Konsumenten. Falsch. Wenn wir uns die Zahlen aus Ländern anschauen, die bereits vor einiger Zeit legalisiert haben, wie zum Beispiel in Kanada, die bereits 2018 die Legalisierung durchgeführt haben, dann sprechen diese Zahlen eine andere Sprache. Vor der Legalisierung, da stieg die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten in Kanada immer weiter an. Interessanterweise hat sich die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten nach der Legalisierung in Kanada stabilisiert. Das zeigt ganz deutlich, die Prohibition ist gescheitert. Fazit. Egal, wie sehr sich Markus Söder und die Unionsfraktionen im Deutschen Bundestag sträuben, die Cannabis-Legalisierung, die wird kommen. Mit der Cannabis-Legalisierung leiten wir auch einen dringend notwendigen Paradigmenwechsel in der Cannabis-Politik ein. Mit den neu vorliegenden Eckpunkten stärken wir durch Eigenanbau die Cannabis-Clubs und später die regionalen Modellprojekte den Jugendgesundheits- und den Verbraucherschutz. Darüber hinaus drängen wir den Schwarzmarkt zurück
und machen den Dealer arbeitslos. Ich erwarte, dass der Gesundheitsminister Lauterbach aus den jetzt neu vorliegenden Eckpunkten zügig einen ersten Gesetzesentwurf vorlegt. Den Zeitplan dazu, den hat er sich selbst gesetzt. Dann können wir im parlamentarischen Verfahren zügig die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene umsetzen und den Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht schon in diesem Jahr den straffreien, den legalen Konsum von Cannabis ermöglichen. Wenn es dir gefallen hat, dann schau doch auch in unsere anderen Folgen von Die Bank rein. Lass uns ein Like da oder abonniere unseren Kanal.